Fährt man da mit einem schlechteren Gefühl über die Brücke oder fühlt man sich dennoch sicher, wenn man das eben weiß, dass die Brücke nicht mehr im besten Zustand ist? Augen zu und durch. Ich finde, es sollte was gemacht werden, aber es ist halt ein ewig langer Prozess und es staut sich halt dann auf die Schanzelbrücke. Dann ist halt da das Problem. Ich kann leben damit, weil wir in Deutschland so einen großen Sicherheitspuffer haben, dass ich in Deutschland ganz gut leben kann. Mit den anderen Ländern würde ich mir schon Gedanken machen. Naja, es ist eigentlich traurig, würde ich mal sagen, dass man in Deutschland wartet, bis die Brücken kaputt gehen. Das Geld wäre hier, dass man es rechtzeitig repariert, denke ich. Mei, es war definitiv okay, weil ich sage da, es gibt genügend Ausweichmöglichkeiten. Dann fahre ich über die Autobahn, muss halt nicht voll Passau nur rauffahren, fahre Passau Mitte wieder runter. Es wird definitiv immer irgendwelche Möglichkeiten geben, dass zum erhöhten Verkehrsaufkommen durch die Stadt kommt, das ist definitiv auch der Fall. Aber ansonsten, wenn das gemacht werden muss, dann gehört die Brücke gesperrt. Es ist ein mulmiges Gefühl, aber ich bin ziemlich naiv und denke immer, dass die Leute das schon sperren würden, wenn man nicht mehr rüberfahren dürfte. Ich fahre selten über die Brücke, weil ich immer an der Donau entlang nach Passau reinfahre. Deswegen fahre ich da fast nie drüber über die Brücke tatsächlich. Deswegen tangiert es mir jetzt auch nicht so unbedingt gerade, aber ist natürlich nicht cool. Infrastruktur betrifft einfach jeden. Auch wenn du nicht dran denkst, irgendwo herläufst, irgendwo rüberfährst, Infrastruktur ist unter dir, über dir, zwischen dir, mit dir. Das ist ein wichtiges Ding. Finden Sie, dass da die Politik aktiv werden sollte und was an der Brücke machen sollte? Vielleicht sogar Verkehrsminister Scheuer, der ja auch Stadtrat hier in Passau ist. Oh, Scheuer, ganz ein heikles Thema. Dass der noch immer Politiker ist, das ist schon mal das eine Thema. Nee, es hätte schon lange was getan werden müssen. Wir brauchen nicht nur Sanierung von der Brücke, sondern zusätzliche Brücke. Und primär unten im Bereich Zahnradfabrik nach Österreich rüber, damit hier diese Marienbrücke entlastet wird auch und dann auch komplette Entlastung sein wird. Also hier verkehrspolitisch ist eine Katastrophe in Passau. Wir haben die drei Flüsse, wir haben die Problematik. Es ist überall eng und Brücken sind teuer, aber das hätte schon lange angegangen werden müssen. Ich sage jetzt mal, seitens der Stadtregierung sollte man dann, wenn man das weiß, definitiv aktiv werden. Zu dem anderen Thema enthalte ich mich, zum Herrn Scheuer.